und willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch gerne mitnehmen. Wie ihr seht, bin ich bei dem Perlenflamingo mittlerweile schon sehr fortgeschritten und es fehlt nur noch das Köpfchen und das Auge. Genau, und auf den letzten Metern dachte ich, nehme ich euch doch mal mit. Ich habe hier mein Perlenbrett. Für alle, die das noch nie gesehen haben, hier sortiert man seine Farben ein. Da gibt es immer eine Farbentabelle auf der Stickschrift. Dann habe ich mir meine Farben hier hinsortiert und dann im Prinzip losgestickt. Die Stickschrift habe ich natürlich direkt daneben liegen. Gerade bei diesem Projekt habe ich mir immer jede Reihe abgestrichen. Ich werde wahrscheinlich hier die eine Reihe hat es mir auf meiner Kopie, also hier mehrere Reihen, aber die eine Reihe, die jetzt hier noch kommt, hat mir mein Drucker nicht richtig gedruckt. Das werde ich dann auf der originalen Stickschrift nochmal nachschauen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Meine Stickschere, das Garn, was mitgeliefert wurde, um zu sticken, stand jetzt keine Marke dran. Es ist halt von einem Hersteller so mitgeliefert. Stickt sich auch ganz gut, muss ich sagen, wenn es jetzt nicht zu lang ist und sich verknotet. Und ein Stift zum Abstreichen. Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Würde ich sagen, ich hole euch vielleicht mal ein Stück näher ran und dann beenden wir dieses Projekt zusammen. Danach stehen ja noch ein paar andere Schritte an, wie zum Beispiel, kleinen Moment, nicht nur den Flamingo am Ende hier drin in dem Nadelkissen zu platzieren, sondern vor allem auch hinten zur Abdeckung der Stiche das Filz aufzukleben. Das können wir dann auch noch gemeinsam machen, aber ich würde sagen, wir sticken jetzt erstmal los und schauen, wo uns das Ganze hinführt. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ein bisschen nervös bin ich zugegebenermaßen dann doch. Ich bin jetzt hier in dieser Reihe. Nur noch mal kurz kontrollieren, dass ich auch wirklich in dieser Reihe bin. Ich habe das nämlich auch schon hinbekommen, dass ich etwas aus Versehen doppelt gestickt habe. Und dann hat das alles nicht hingehauen. Ich durfte alles wieder auftrennen. Sehr schön. Das hat mich auch überhaupt gar nicht genervt. So, wir brauchen jetzt hier von der mittleren Farbe, also von der 3, brauchen wir 2. Dann eine helle und dann wieder 2 mittlere. Genauso wie beim vorherigen. Ach nein, hä? Stopp, jetzt bin ich gerade verrutscht. 3 mittlere, eine helle und eine mittlere. So rum. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade war. Ach, ich war hier oben. Genau, also 3 mittlere. Dann fangen wir doch mal an. Ich angel mir die immer hier raus. Ich bin jetzt auch nicht der allerschnellste Sticker, das muss ich dazu sagen. Also vielleicht mache ich dann auch nochmal einen Zeitraffer hier rein. Hier. Oh, ihr habt, glaube ich, gar nichts gesehen, ne? Also wie gesagt, hier habe ich die eine Perle jetzt aufgezogen. Und so sieht das von hinten aus. Leider sind mir ein paar Fäden hier wieder rausgerutscht, weil die so glatt sind. Die muss ich dann ganz am Ende nochmal irgendwie vernähen. Das muss ich ja aber nicht auf der Kamera machen. Und ich drehe mir das ganze Holzstück immer um, wenn ich einstechen möchte. Einfach weil, naja, es ist schwierig, hier von hinten irgendwas zu sehen, weil es ist nicht wie Stoff, der elastisch ist und den man so ein bisschen bewegen kann und wo man das Loch praktisch so ein bisschen erfüllen kann, sondern es ist deutlich komplizierter, wie ich finde, weil ja, dieses Holz ja auch eine gewisse Dicke hat und deshalb drehe ich mir das immer einmal um. Und wie ihr seht, ich habe immer hin und her gestickt, also einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Dadurch entstehen einmal diese geraden Nähte sozusagen und einmal die, ja, die schrägen Stiche. Das ist ganz normal. Bin ich jetzt an der richtigen Stelle rausgekommen? Ja. So, dann holen wir uns noch eine von den mittelrosanen. Keine Ahnung, wie die Farbe heißt. Da stand jetzt nichts dabei. Wieder umdrehen. Und dann geht es weiter. Genau. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, dass mir heute jemand beim Sticken zuguckt. Ich hoffe,
dass ich mich nicht komplett blamiere. Vielleicht mache ich das auch komplett falsch. Aber wie gesagt, auf Holz ist das alles so ein bisschen, ja, bisschen starrer als jetzt auf Stoff. Aber ich wollte euch halt so gerne mal mitnehmen, dass ihr auch seht, wie das funktioniert. Und vor allem dachte ich, ist gerade dieses Stück hier besonders interessant, weil hier ja ein Loch ist und man nicht einfach rübersticken kann, sonst wäre der Faden ja dort zu sehen. Und ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant, das zu sehen. Ist ja ein Stück, was, ja, wo man dann im Prinzip zwischen dem Sticken dann etwas vernähen muss. Was ich mache, was ich jetzt tatsächlich vergessen habe, was ich eigentlich mache, ist, dass ich die erste und die letzte Perle immer doppelt befestige. Wenn das mal nicht so ist, ja gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt muss ich hier einmal die Runde rum. Meistens versuche ich dann bis zur Mitte irgendwie durchzukommen, ohne dass es dann nochmal irgendwo einsticht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Habe ja hier schon einige Fäden. So, und dann ziehe ich mir das durch. Dann bin ich schon mal hier unten an der Ecke und führe das drumherum. Und dann gar nicht so einfach, wenn man das auf der Kamera machen möchte, das kann ich euch sagen. Und dann führe ich das hier einmal in diese Ecke. Zack. Mein Nagellack passt heute auch völlig unabsichtlich zu dem Flamingo. Sehr gut. So, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sein möchte. Da muss ich aufpassen. Wie ihr seht, also man stickt beim Perlensticken. Falls ihr noch nicht Perlen gestickt habt, stickt man ja immer nur einen halben Stich sozusagen. Also ich stick von links unten nach rechts oben. Und deswegen muss man natürlich ja auch in das passende Loch einstechen. Manchmal, wenn man sonst den Faden wieder rausziehen würde, weil man unten drunter eine Nadel hat, aber das kann ich euch erklären, wenn es soweit ist, steche ich dann auch von rechts oben nach links unten ein. Das hat ja den gleichen Effekt. Deswegen, ja, muss man manchmal ein bisschen mitdenken. So, was müssen wir denn jetzt auf der anderen Seite eigentlich machen? Oh, jetzt muss ich mal nachgucken. Auf der Kopie sieht man das manchmal nicht so gut. Okay, eine ganz dunkle, eine himbeerfarbene müssen wir jetzt erstmal hier ansticken. Huch! Seht ihr? Ich bin so nervös, dass mir glatt die Nadel jedes Mal aus der Hand fällt. Das passiert mir sonst eigentlich nicht. Aber ja, wir werden das zusammen schaffen. Ich bin mir da sicher. Und genau, ich muss hier halt mich ein bisschen konzentrieren, dass ich die richtigen Farben nehme. Dann eine mittlere, eine helle, eine mittlere. Eine mittlere. Jetzt hat sich hier was verkuddelt. Eine helle. Na komm, wehre dich nicht. Und eine mittlere. Schauen, was als nächstes kommt. Helle. Eine helle und zwei mittlere. Ja, dann hat mich eine Zuschauerin gefragt, das hat mich sehr gefreut, ob ich denn während dem Sticken nicht mal darüber spreche. Moment, ich bin noch gar nicht wieder durchgestochen. Wieso sagt ihr denn nichts? ja, eine liebe Zuschauerin hat tatsächlich mich gefragt, was ich denn so lese, weil ich das im ersten Video erwähnt hatte. Und ich glaube, im Diamond Painting Video habe ich das auch erwähnt, dass ich hier eine kleine Bibliothek hinter mir stehen habe. Ja, was lese ich denn so? Ach nein, stopp. Bin ich jetzt richtig? Nicht zwei helle, zwei mittlere. Seht ihr jetzt, so ist das, wenn man nebenbei redet. Genau davor hatte ich Angst, dass man dann mit den Farben nicht klarkommt. Aber ich möchte euch ja auch ein bisschen unterhalten. Aber ich komme da schon rein. Ihr müsst da jetzt einfach durch. Und ich auch. Genau, also. Was lese ich dann so Feines? Wollte die Zuschauerin wissen.
An dieser Stelle vielen Dank für den lieben Kommentar. Ja, ich lese quer. Ups, da war eine Perle weg. Das passiert auch häufig. Und dann hört man sie auf jeden Fall nochmal, wenn man staubsaugt. Ja, ich lese querbeet tatsächlich. Ich lese eigentlich alles außer Thriller, Krimi oder zu gruselige Sachen. Das ist so gar nicht meins. Und ich lese tatsächlich auch sehr, sehr, sehr ausgewählt Liebesromane. Ich bin so überhaupt nicht für so Schmonzetten zu haben. Muss mal kurz die Reihe abstreichen. Es geht der Kuli auch nicht. Also das ist ja... Genau, also Schmonzetten sind nicht so meins. Jetzt muss ich mir kurz mal die Originalanleitung holen. Jetzt fängt das hier schon an. Und ja, das ist... für mich zu unspannend tatsächlich. Es ist auch ganz witzig, dass ich tatsächlich, wenn ich... Entschuldigung für das Rumgeraschel. Das ist auch ganz witzig, dass ich tatsächlich bei Filmen sehr gern auch mal was Schnulziges gucke. So wie, ja, wie jeder vielleicht. Ab und zu braucht man sowas mal fürs Gemüt. Aber ja, auch nur dann. Also als Film ist das okay, aber so als... ja, als Buch ist das nicht so mein Fall, muss ich sagen. Das ist mir häufig zu klischeehaft und heutzutage geht das ja auch viel in die erotische Richtung. Nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm wäre, aber ach, das ist mir oft zu platt. So, jetzt haben wir übrigens den Fall. Ich habe ja bei dieser Nadel von links unten nach rechts oben eingestochen. Ich werde das jetzt noch ein zweites Mal vernähen. Wie gesagt, bei erster und letzter Perle bietet sich das an. Zack. Und jetzt bin ich ja aber hier rausgekommen. Seht ihr das? Das wäre ja theoretisch... Oh nein, stimmt nicht. Ich wollte euch gerade einen Spezialfall präsentieren, aber es ist gerade gar kein Spezialfall, weil wir gar nicht eine Reihe weitergerutscht sind, sondern im Kopf ja erstmal gerade bleiben. Okay, ihr habt mich nicht gehört. Ignoriert das einfach. Ja, genau, also was lese ich noch? Außer, wie gesagt, Liebesromane und irgendwelchen gruseligen, brutalen Sachen. Na gut, brutal streiche ich jetzt wieder, aber gruselige und, und krimi-mäßige Sachen lese ich jetzt nicht so arg gern. Das, also höchstens mal so Cozy Crime, sowas wie Agatha Christie oder sowas. Das geht klar. Das ist gemütlich. Sind halt klassische Krimis. Die kann man sich auch mal antun. Aber ansonsten lese ich tatsächlich sehr viel im Bereich Fantasy. Früher habe ich viel Romantasy gelesen, also die Kombination aus Romantik und Fantasy tatsächlich. Also das waren so meine Schmonzetten. Aber ja, das bin ich auch wieder ein bisschen davon abgekommen. Es war halt irgendwann immer das Gleiche. Also es gibt halt oft so 0815 Plots, die hat man irgendwie schon 10.000 Mal gelesen. Und das möchte man dann halt auch nicht ständig immer das Gleiche. Ja, da gibt es immer die Dreiecksgeschichten. Oh, dann gibt es immer den Bad Guy und den Good Guy. Und oh, naja, ja, wer selber liest, wird es kennen. Also irgendwann wiederholen sich die Muster halt. Natürlich kann man nicht immer nur neue Dinge erfinden beim Bücherschreiben, aber so ein bisschen Abwechslung wäre ganz nett. Und gerade in den letzten Jahren ist es ja sehr, sehr auffällig geworden. Also gerade ab Tribute von Panem war, glaube ich, so ein bisschen der Auftakt. Gefühlt für mich. Also es legt das jetzt nicht auf die Goldwaage. Kann auch was anderes gewesen sein. Aber für mich persönlich war Tribute von Panem der Auftakt, als die ganzen Fantasy-Sachen auch sehr inflationär Frauen als Protagonisten hatten, was ich tendenziell eigentlich gut finde, weil ich ja selbst eine bin und mich dann auch damit identifizieren kann. Ja, aber früher waren die Helden natürlich öfter auch mal Männer oder Jungs. Das muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen. Da, ja, da hat sich das Genre so ein bisschen gewandelt und irgendwie, ja, ist das eben auch so ein bisschen 0815 mittlerweile, dass die starke, unabhängige Frau da voll die Welt rettet. Ja. Wenn es gut umgesetzt ist, ist das alles kein Problem. Aber es gibt halt auch so wahnsinnig viele Umsetzungen, die mich halt nicht so vom Hocker reißen, ganz einfach. Sage mal,
möchte das jetzt vielleicht auch noch mal so, wie ich möchte. Das wäre ganz nett. Sonst machen wir das einfach so. Na komm schon. Nein, nicht da unten durch. Also ich habe hier jetzt schon so ein bisschen vernäht und es gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig. Dann nehme ich halt noch eine Abzweigung mehr. Genau, ja. Also wie gesagt, Romantasy habe ich früher viel gelesen. Dann bin ich, Entschuldigung, ich musste gerade mal ein bisschen genauer hinschauen. Ich sitze hier auch so ein bisschen schräg am Tisch. Also falls ich mal aus dem Bild schwanke, nehmt es mir nicht übel. ich werde das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders organisieren müssen. Aber ja, für mein erstes Video mag das vielleicht noch so gehen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, die Bücher, die ich lese. High Fantasy finde ich auch immer ganz erfrischend. Das ist auch ganz nett. Habe ich jetzt erst Ende letzten Jahres Der Name des Windes gelesen. Ah, ein grandioses Buch. Das kann ich, also wer Fantasy liebt, der wird dieses Buch vergöttern. Also es ist wirklich sprachlich alleine. Also ich bin halt auch immer schon zu haben. Dafür seht ihr, manchmal sticht man hier falsch ein, man muss manchmal so ein bisschen mitdenken. Ich bin halt auch einfach dafür zu haben, wenn Bücher einfach sprachlich gut gemacht sind. Dann hat mich das Buch eigentlich schon so zu, keine Ahnung, zu 80%. Soweit es sprachlich gut gemacht ist und es ist wie mit künstlerischen Sachen, ne? Soweit es halt einfach technisch gut gemacht ist, halbe Miete. Das ist echt ein gutes Buch gewesen. Und da, ja, ist schade, dass da der dritte Band schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder länger nicht erscheint. Könnt ihr sich mal beeilen, der Autor. Genau. Ja, also Fantasy, wie gesagt, High Fantasy. Science Fiction habe ich für mich entdeckt tatsächlich. Also ich lese, habe mir das große Projekt, ich habe es ja mit großen Projekten, ihr wisst. Meine ersten Projekte sind ja meistens immer überdimensioniert groß, wie das Herr der Ringe wird oder ja, auch das Diamond Painting. Und ähnlich ist das bei meinem ersten Science-Fiction-Projekt. Ich habe mir, hab mir nämlich vorgenommen, alle Star Wars-Romane zu lesen. Wer sich ein bisschen im Star Wars-Universum auskennt, der weiß, dass das ein bisschen irre ist. Denn ja, es gibt einfach viel zu viele Star Wars-Romane. Die kann man in einem Leben eigentlich gar nicht alle lesen. Und auch schön, eine ganze Reihe mittleres Rosa. Das ist doch was. Genau, das kann man eigentlich alles gar nicht in einem Leben lesen. Also ich habe mir mal ausgerechnet, wenn ich jeden Monat, glaube ich, jeden Monat zwei Star Wars Bücher lesen würde, dann würde ich irgendwie nach 6 oder 10 Jahren fertig sein. Ja, irgendwie so 6 bis 10 Jahre. Super Projekt. Langzeitprojekt. Genau, aber auch so, ja, Science-Fiction in eine andere Richtung. Also jetzt nicht so dieses typische Weltraummäßige oder sowas. Die Reihe Scythe von Neil Schusterman, wie auch immer, kann ich da sehr empfehlen. Das war wirklich auch, ja, auch technisch wieder eine Glanzleistung. Hat ihn zu einem meiner Lieblingsautoren gemacht. Ich mag seine Bücher wirklich richtig gern. Und war das letztes oder vorletztes Jahr, habe ich auch so einen Klassiker gelesen, nämlich Dino Park von Michael Crichton. Das ist die Romanvorlage zu Jurassic Park. Ich wusste vorher nämlich auch gar nicht, dass es da eine Romanvorlage eigentlich gab. Oh, Perle vergessen. So ist das, wenn man quatscht. Genau, also ich wusste gar nicht, dass es da eine Romanvorlage gibt, aber Dino Park kann ich echt empfehlen. Das ist ziemlich nerdig zwar, aber richtig gut gemacht. Also das kann ich doch empfehlen. Also das ist wirklich sehr spannend gewesen, auch wenn manchmal die Fantasie mit ihm durchgegangen ist. Aber ja, ist ja auch ein Science-Fiction-Buch. Kann man mal machen. Soll ihm vergönnt sein. Der ist ja auch Wissenschaftler, der weiß ja, wovon er redet. Genau, und ja, neben dem Science-Fiction, ja, hier und da mal einen guten Roman, wenn ich da mal irgendwas Interessantes sehe, alles, was mir so in die Hände kommt, könnte man so sagen. Ich lese
Ich sammle Bücher über Liebesbriefe. Also falls ihr da mal irgendwo was aufschnappt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, damit ihr mir das senden könnt. Ich bezahle euch gerne Porto und den Preis dafür. Ja, da bin ich echt, also da habe ich jetzt schon einige Werke gesammelt über Liebesbriefe berühmter Männer und Frauen oder nur berühmter Frauen. Eine liebe Bloggerkollegin hat mir ein Buch geschenkt über die Liebesbriefe von Polarforschern und ihren Frauen. Das ist auch sehr schön. Oder die Briefe von Jane Austen habe ich jetzt auch bekommen. Ja, also da habe ich viele. Viele schöne Bücher über Liebesbriefe. Und ich finde halt, es ist ja auch eigentlich nicht so schön als die wahre, echte Liebe, ne? Ich lese zwar keine Liebesromane, aber dafür eben echte Liebesbriefe. Das gleicht das wahrscheinlich wieder so ein bisschen aus. Finde ich super schön. Also stehen dann auch immer die Biografien von den jeweiligen Persönlichkeiten mit dabei. Man erfährt so ein bisschen was über sie. Genau, Katharina die Große zum Beispiel, das war ja die Zarin in Russland, die hat ja ihren eigenen Mann gestürzt. Die war so cool, ne? Also, das wusste ich vorher auch nicht. Das stand auch drin. Das ist also wirklich verrückt. Die hat sich, glaube ich, mit ihren Dienern oder so irgendwie verschworen und hat dann so eine Soldatenuniform sich angezogen. Das muss man sich mal überlegen, in den Zeiten damals, ne? Und ja, dann ist die in der Soldatenuniform da im Prinzip zu ihrem Mann und hat ihn gestürzt. Fand ich verrückt irgendwie. So eine richtige Mulan-Geschichte. Na, so eine starke Frau, die sich als Mann ausgibt und dann einfach ihr Ding durchzieht. Nicht, dass ich irgendjemanden dazu aufrufen würde, gegen den eigenen Mann Gewalt anzuwenden, um Gottes Willen. Aber ja, krass, also dass die das so auch gemacht hat einfach. Also es war eine ganz andere Zeit. Also wenn du da irgendwie Männerklamotten angezogen hast, dann bist du ja praktisch schon über die Burgmauer geschmissen worden. Ne? Das war schon ein bisschen anders. Jo, genau, also Liebesbriefe sammle ich. Dann lese ich ab und zu, also wirklich selten mal eine gute Biografie. Habe jetzt erst die von Will Smith gelesen. Ist wirklich ein gutes Buch, auch für Leute, die sonst nicht lesen und auch für Menschen, die sonst keine Biografien mögen. Oder die jetzt, ja, es müssen jetzt keine Will Smith-Fans sein. Ich bin auch kein Will Smith-Fan, aber es war ein wahnsinnig spannendes Buch. Es war gut geschrieben. Es war wahnsinnig psychologisch. Also man hat da viel auch über ihn und seine Frau und Therapien und sowas erfahren. Das war für mich natürlich richtig genial, weil ich bin ja ursprünglich Kommunikationspsychologin. Und ja, das war richtig cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Jackie Chan habe ich gelesen. Und ja, was eigentlich noch? Achso, ja, na klar, Sachbücher. Ich was vergessen. Ich lese auch mal gern guten Klassiker. Ich habe das Gesamtwerk von Goethe hier stehen, aber längst nicht alles gelesen, um Gottes Willen. Da bin ich wahrscheinlich auch alleine damit, mit der Liebe zu den Klassikern. Ja. Aber dies und das mal so. Und Sachbücher sind halt auch ein großer Teil in den letzten Jahren geworden. Ein völlig unterschätztes Genre, meiner Meinung nach. Tatsächlich. Weil. Moment, muss mir wieder abstreichen. Ich darf nicht nur reden. Muss ich mir mal merken. Gott, ist das jetzt die richtige Reihe? Kurz vergleichen. Hilfe. Eins, zwei, ja, ist die richtige Reihe. Doch. Genau, ja. Also, Sachbücher sind tatsächlich wichtig geworden für mich in den letzten Jahren. Und ich finde es halt tatsächlich schade, dass das Genre so unterschätzt ist. Viele machen ja einen Bogen darum, weil sie halt irgendwie denken, das sind so ganz fachliche Bücher nur und ja, man müsste da immer irgendwie einen Kopf dazu haben. Also natürlich, einige sind schon sehr fachlich, das ist klar, aber man kann auch so, so viel erfahren über sich selbst, über den eigenen Körper, ja, auch über bestimmte Zusammenhänge, auch gesellschaftlich.
Da gibt es so, so viel zu entdecken. Also da muss ich sagen, das lohnt sich. Da muss man einfach mal ein bisschen offen sein. Gibt richtig gute Sachbücher. Ich habe auch eins über Nahtoderfahrungen zum Beispiel gelesen. Das fand ich sehr interessant, weil ich ja selbst auch eine hatte. Und ja, dann habe ich, gibt es auch eins, was ich gelesen habe. Das heißt, Lass uns über den Tod reden. Das fand ich auch sehr, sehr, also das ist eigentlich eins, das muss jeder gelesen haben. Weil das kämpft für eine andere Sterbekultur in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist der Tod ja etwas, darüber spricht man nicht. Das findet hinter verschlossenen Türen statt und traurig, einfach nur traurig. Aber es ist auch traurig, das sicher. Aber der Umgang damit ist in den Kulturen ganz unterschiedlich und das war sehr interessant. Und das Buch kämpft halt so ein bisschen für eine Reformation unserer Sterbekultur. Und das fand ich sehr interessant. Ich glaube, ich werde nochmal zurückstechen und vernähen. Der Faden ist mir jetzt gerade so ein bisschen zu kurz und vor allem flutscht er mir dann manchmal so weg bei den letzten Perlen, bevor ich das vernähen will. Ist okay, ich habe noch genug Faden. Dann lieber in ordentlich vernähen. Also falls ihr das gerade gesehen habt, ich ziehe das dann immer durch die letzten beiden Schlaufen hinten. Da passiert auch nichts, das sieht man vorne nicht. Und manchmal mache ich das auch zweimal. Und dann ziehe ich die Nadel hier durch die Schlaufe. Und dann bildet sich so ein kleines. Oh, jetzt hat sich irgendein Knötchen, glaube ich, gebildet. Das war nicht so geplant. Vorzeigeeffekt. Klasse. Das hatte ich ja auch noch nicht. Ein Schleifchen hat sich gebildet. Ja, das friemeln wir mal kurz auseinander. Was ist jetzt hier los? Ist das jetzt irgendwie hier verheddert? Zack. Nein. Das mag hier gerade nicht. Muss ich das nochmal auseinanderfitzen? So geht's ja nicht. Jetzt habe ich hier eine Schlaufe reingezogen. Nein, bitte nicht. Ja, das sind so die Momente. Da möchte man am liebsten die ganze Stickarbeit weglegen. Es tut mir echt leid, dass sich das heute hier alles so am Rand abspielt. Ja gut, dann muss ich das dann vernähen. Vorzeigeffekt, wie gesagt. Also, wir machen das jetzt nochmal. Nein! Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Sachbücher. Genau, ach ja, das ist auch so eine Hommage so ein bisschen an das Leben gewesen, das Buch. Das fand ich auch halt schön. Weil der Tod am Ende, und das fand ich für mich halt die wichtigste Botschaft, die ich damit rausnehmen konnte. Oh, kleinen Moment, das ist jetzt gerade hier wirklich ein bisschen. Muss ich jetzt mal kurz außerhalb der Kamera mir anschauen. Das Licht funktioniert heute auch nicht so gut, ne? Also draußen ist halt leider sehr, sehr düster. Das kann ich kaum ausgleichen. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau, der Tod. Ist ja eigentlich nur, und das fand ich eine interessante Sicht auf die ganzen Dinge. Eigentlich dadurch, dass wir irgendwann sterben, alle haben Angst davor, niemand will darüber sprechen. Aber eigentlich ist niemand so richtig bewusst, dass der Tod genau das ist, was unser Leben so richtig wertig macht. Also die Vergänglichkeit unseres Lebens macht ja die Wertigkeit des Lebens aus, ne? Wenn wir ewig leben würden, dann hätten wir irgendwann alle alles erlebt. Dann wäre das alles auch nichts Besonderes mehr. Aber dadurch, dass wir wissen, irgendwann ist zu Ende, haben wir so ein bisschen Zugzwang, ne? Alle Stickarbeiten zu schaffen, bis wir tot sind. Also, okay, das ist jetzt aber tiefsinnig geworden. Das war gar nicht das Ziel. Aber ja, Sachbücher sind toll. Sachbücher bringen einen auch weiter. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich wirklich nur. Ich nehme immer so die Fadenlänge von meiner Handfläche bis zur Schulter. Dann schneide ich ab. Den Rest legen wir an die Seite. Und dann kann es weitergehen. Dann wird das wieder mit einer Schlaufe vernäht und dann können wir uns wieder den Perlen widmen. Ach, wo waren wir denn? Waren wir auf der Seite? Wir waren auf der Seite.
Genau, also wie gesagt, das ist wirklich mit Sachbüchern. Also da haben immer viele Angst davor. Ist wahrscheinlich wie mit dem Rückstich, vor dem haben auch viele Angst. Aber das ist gar nicht so schlimm. Also wenn man da einfach sein Thema findet. Ich lese ja auch viel über Ernährung, weil ich ja, ja zwei seltene Erkrankungen habe und das ja mein ganzes Leben eigentlich auf den Kopf stellen musste vor 3 Jahren. Hat sich viel verändert, aber auch mein Mindset und eigentlich muss ich sagen, bin ich meiner Krankheit auch so ein bisschen dankbar. Denn so hätte ich mein Leben wahrscheinlich nicht weitergelebt, wie ich das eben getan habe. Und ich bin eigentlich ganz froh drüber. Also es hat mir auch viel Gutes gebracht. Man muss halt am Ende immer den Sinn dahinter sehen. Genau. Ein interessantes Sachbuch letztens heißt Das erschöpfte Gehirn. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Das zeigt eben auch auf, dass damals in der Evolution des Menschen ist das Gehirn immer größer geworden. Ne? Wir haben ja ein riesiges Hirn im Gegensatz zu anderen Lebewesen. Und Mensch, also das mit der Nadel heute wirklich total nervös. Ja, also wir haben ja ein total großes Hirn im Gegensatz zu anderen Lebewesen und das kommt ja nicht von ungefähr. Das haben die Forscher auch rausgefunden, woran das liegt. Das liegt unter anderem halt nicht nur daran, dass die Herausforderungen mehr waren für die Menschen, sondern auch, dass sie tatsächlich sich anders ernährt haben. Und in dieser Ernährung war kein Fleisch vorhanden. Das Wichtige für das Hirnwachstum war tatsächlich der Fisch. Entschuldigung, Frosch im Hals. Genau, also der Fisch war das Wichtige. Durch die Omega-3-Fettsäuren und das andere, was da so drin ist. Dadurch ist das Hirn gewachsen, weswegen heute noch nachgewiesen werden konnte, dass in der Schwangerschaft, wenn du da Omega-3-Fettsäuren, aber aquatische, also keine aus hier Leinöl oder sowas, nein, nein, also wirklich aus Fisch, dass man dann halt solche zu sich nimmt. Oder aus Algen, das ist ja eigentlich das Gesündeste zur Zeit, weil Fisch ist ja auch sehr belastet mit Schwermetallen und so weiter. Wenn man aus Algen, kann man das gewinnen. Und wenn man das zu sich nehmen kann, ich kann das leider nicht, ich vertrage keine Algen, dann, ja, wenn man das in der Schwangerschaft zu sich nimmt, konnten sie nachweisen, dass die Kinder wirklich signifikant intelligenter werden, weniger kriminell und auch mehr verdienen. Das ist wirklich sehr spannend. Also praktischerweise legt man auch mit der Ernährung, man möchte es nicht glauben, die Wurzeln seines eigenen Nachkommens. Das war super spannend. Also dieses Buch hat so viele interessante Informationen auch. Aber in dem Buch ging es eben nicht nur darum, dass das in der Evolution so gelaufen ist, sondern dass bei uns eben das Problem ist, also dem heutigen Menschen, dass wir im Prinzip nicht mehr artgerecht leben. Na, also wir tun alles dafür, gewisse Bedingungen zu schaffen. Vielleicht für unsere Haustiere oder auch für unser Auto. Unser Auto würden wir ja auch niemals schlecht behandeln. Zumindest viele Deutsche nicht, ne? Und in das Auto würde auch niemand mal Rapsöl reinschütten, weil das wäre ja kein Treibstoff. Aber bei uns, ja, wir schütten ganz schön viel Mist in uns rein, tatsächlich. Und das war sehr interessant. Also das Buch war wirklich, das war so allumfassend und hat ganz, ganz viel mal aus einer anderen Perspektive gezeigt. Denn unser Hirn, das schrumpft. Wir haben alle nicht mehr die Kapazität, die wir haben könnten. Und das liegt an unserem ganzen Lebenswandel und der ganzen Umwelt und allem. Ja, das hat schon zum Nachdenken angeregt. Ich meine, vieles wusste man noch schon, aber es wurde dort nochmal ausführlicher erläutert. Aber dort waren auch ganz viele neue Informationen drin. Also, wen sowas interessiert, kann ich bloß ans Herz legen. Das erschöpfte Gehirn von Dr. Med. Michael Neels, glaube ich. Das war richtig gut. Ah ja, jetzt haben wir das, den Fall mal. Ich muss jetzt, also ich bin jetzt hier und bin ja hier oben rausgekommen. Seht ihr das? Ich bin jetzt hier oben rausgekommen, weil ich von unten links nach oben rechts eingestochen habe. Und ich muss jetzt im Prinzip hier die erste Perle setzen und müsste ja auch von unten links nach oben rechts. Und ich bin aber ja gerade hier eingestochen und da würde ich die andere Perle wieder lösen. Deshalb muss ich sozusagen von oben nach unten die erste Perle befestigen,
damit ich die untere nicht löse. Das ist dieser Spezialfall, den ich euch zeigen wollte. Aber erstmal streichen wir uns die Linie ab. Genau. So ist das. Wir brauchen jetzt eine mittlere. Genau, also das war sehr interessant, das Buch. Das war richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Ich habe auch mal ein... Das war eher ein Reisebericht oder Memoiren, könnte man sagen. Die schlimmste Reise der Welt. Toller Titel, ich weiß. Lädt praktisch dazu ein, das Ganze auch mal zu erleben. Das tatsächlich die niedergeschriebenen Notizen über die Antarktisreise von 1913 bis 1915, glaube ich. Die sind ja immer gleich jahrelang unterwegs gewesen. Das war auch richtig cool, das Buch. Klar, ein bisschen langwierig und so, aber ja, super interessant. Also was die da alles erforscht haben mit ihren primitiven Mitteln. Und dann sind die da mit den Schlitten und den Schlittenhunden durch die Antarktis getrennt und ja, und am Ende alle umgekommen, um das mal zu spoilern. Aber das weiß man ja, dass der Scott und seine Mannschaft dort im Eis alle verschollen waren. Und dann wurden nur noch die Leichen gefunden. Das war eine große Tragödie. Aber haben der Forschung viel gebracht. Also die haben tatsächlich wegen ein paar Pinguineiern im Prinzip sind sie draufgegangen. Und nur deswegen wissen wir heute so viel über die Pinguine. Das ist wirklich sehr spannend. Ja. Also da gibt es über Antarktisforschung gibt es so viele tolle, tolle Bücher. Ich liebe ja Pinguine und deswegen interessieren mich diese Bücher halt auch immer so wahnsinnig doll. Kann ich das jetzt hier rüberziehen? Mache ich das? Oder nehme ich nochmal drumherum? Ich glaube, ich bin jetzt faul und ziehe das einfach rüber. Es fällt ja nicht auf, wenn das gerade ist. Ja, selbst wenn es ein bisschen schräg ist. Ich klebe es ja dann fest, oder? Was sagt ihr? Oh ja, wir können es ja mal versuchen. Wir schauen mal, wie es aussieht. Und? Sieht man nicht, oder? Nee, da sieht man nichts. Kann ich so machen. Man muss es sich ja nicht immer so schwer machen. Ja, was kann ich noch erzählen? Ja, also über Bücher kann ich lange reden. Ich habe schon so viele gelesen. Das ist halt voll mein Ding. Zurzeit habe ich eine kleine Flaute wegen dem Sticken. Aber ich habe auch gerade einfach ein Buch in der Mache, das ist wahnsinnig klein gedruckt. Also da liest man und liest man und liest man und am Ende sind nur 20 Seiten rum und man denkt sich, hä? Ich habe doch mindestens 100 gelesen, was ist hier los? Und ja, wenn man dann nicht so vorankommt, das ist dann teilweise einfach auch dem Druck geschuldet. Ich meine, diese ganzen Romanzen oder sowas, ja, die haben ja so einen Seitenrand, das ist kein Wunder, dass man die in 2 Stunden durch hat, so gefühlt. Aber es kommt halt auch voll auf den Verlag an. Ja, und die Geschichte. Genau. Also Sachbücher. Ich habe jetzt eine Lanze gebrochen für Sachbücher. Es gibt jede Menge tolle Sachbücher. Ach, was gibt's tolle Sachbücher? Ich lese auch gerne so ein bisschen was über buddhistische Weisheiten oder Selbstfindung, psychologische Themen. Ja, gerade die Selbstfindungsthemen haben mir in den letzten Jahren viel gebracht. Ich habe da viel, viel mit mir und an mir gearbeitet. Das war eine sehr wertvolle Zeit. Auch im Rahmen meiner Ernährungskur, weil ich ja hoffe, wieder gesund zu werden. Auch wenn die Ärzte alle meinen, das wäre nicht möglich. Ich denke, das geht. Alles, was der Körper erleiden muss, kann man auch wieder reparieren. Man muss nur dran glauben und man muss auch ganzheitlich arbeiten. Und man muss eben auch verstehen, was der Körper einem mit den Symptomen so sagen möchte. Manchmal möchte er einem auch einfach nur sagen, sag mal, jetzt ist hier schon wieder so eine... Also das möchte er nicht sein. Manchmal möchte er einem einfach nur sagen, kümmere dich besser um mich. Da war ich jetzt auch nicht so ein gutes Vorbild, muss ich ehrlich sagen. Also in meinem Leben vor den 3 Jahren. Genau. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob euch die Bücher, die ich hier so ein bisschen angequatscht habe, ob das euch überhaupt interessieren würde. Was ihr so lest. Was euch entspannt. Ja. Und auch, was ihr zu den anderen Themen vielleicht so denkt, die ich jetzt hier so ein bisschen besprochen habe. Da tausche ich mich gerne aus. Genau. Na schaut. Da schaut uns jetzt schon der Flamingo an. So muss das sein. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie spät es ist. Nicht, dass ich meinen Termin verpasse. Ja, fein.
Vielleicht sticke ich dann später auch noch mal mit euch weiter, dass ich vielleicht dann eine kleine Stickpause einlege. Ich denke so ganz, wenn... Oh, ich muss abstreichen. Nicht, dass ich wieder falsch sticke. Bin ich jetzt nicht schon eins weiter? Kurz mal gucken. Ah nein, hier lasse ich was aus. Ah, okay. Ja, das ist ja alles noch nicht so optimal an dem Platz, ne? Also normalerweise sticke ich halt auch viel auf der Couch. Bin das nicht gewohnt, hier so steif rumzusitzen beim Sticken und dann immer zu gucken, dass ihr das auch seht in der Kamera, ne? Also ich will ja auch, dass ihr das mitbekommt. Nicht so einfach. Ich hoffe, wie gesagt, das ist einigermaßen nach eurer Vorstellung. Vielleicht müsste ich auch näher ran. Da könnt ihr mir gerne auch mal Feedback geben, ob das so gut war, wie ich das jetzt hier gemacht habe bisher oder nicht. Und dann passe ich das gerne im nächsten Video an, wenn ich mal wieder mit euch sticke. Das muss ja nun nicht sein, dass es euch dann vielleicht am Ende nicht gefällt. Also ich kann mich, wie gesagt, immer nur nochmal und nochmal und nochmal bedanken, wie toll ich hier aufgenommen wurde. Wahnsinn. Hätte ich nie für möglich gehalten. Also ich meine, ich komme ja aus der Buchblogger-Szene und ich habe halt seit 8 Jahren einen Blog und der Blog war früher viel interaktiver. Das ist ja so ein bisschen eingeschlafen. Und da kommentiert auch kaum noch jemand, ne? Also da so die eingefleischten Leute, die sind da geblieben und die lesen immer noch. Aber das ist ganz wenig Interaktion. Also wenn ich das mit meinen Anfängen vergleiche, das ist wirklich sehr zurückgegangen. Dann ist das also auf diese Mikrodienste gelaufen. Facebook und Instagram. Das war dann halt das, was am interaktionsstärksten war. Aber Instagram lässt jetzt halt auch langsam nach, leider. Die Leute liken nur noch und scrollen schnell durch. Kaum jemand nimmt sich nochmal Zeit, für einen Kommentar zu schreiben. Deswegen bin ich so positiv überrascht von YouTube, weil hier wahnsinnig viel Interaktion ist. Hier ist der Austausch noch richtig groß und das gefällt mir so gut. Ich fühle mich so wohl bei euch hier in der Stick-Community, das kann ich euch gar nicht sagen. Und ich habe auch auf alle meine Fragen bisher schon Antwort bekommen. Also Wahnsinn, was ich mir für Infos schon aufgeschrieben habe. Ne? Ich muss jetzt am Wochenende oder generell irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Ich glaube, dieses Wochenende wird wahrscheinlich eher nichts, aber irgendwann, wenn ich Zeit habe, muss ich mir mal meine ganzen Notizen nehmen und dann erstmal shoppen gehen. Ein paar Nadeln und ja auch andere Sachen. Also ich habe da ganz tolle Tipps bekommen. Ne? Das also könnt ihr in den Kommentaren auch gerne mitlesen, was ich da für Antworten auf meine Fragen bekommen habe. Ganz, ganz toll. Bin ich begeistert. Ach, wirklich, also voll des Lobes. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir das Videodrehen so Spaß macht. Das habe ich so nicht kommen sehen. Warte mal, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? 1, 2, 3. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Insgesamt müssen dort drüben 6 Perlen hin. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da bin ich falsch eingestochen. Seht ihr? Wenn man nebenbei redet. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Das ist halt auch das Schwierige teilweise, wenn man halt bei diesem Motiv hier Perlen auslässt. Dann muss man halt schon mal nachzählen, wo man eigentlich einstechen muss. Weil, ja, das ist halt aufgrund der Form nicht immer so erkennbar. Das, ja, das ist ein bisschen doof, weil es so gestanzt ist. Ne? Möchtest du nochmal? Ah, jetzt. Weil das so gestanzt ist, ne, dann bleiben halt immer irgendwo so ein bisschen Lücken am Rand und so. Und ja, dann ist das teilweise, ah, jetzt sieht man es besser. Dann ist das teilweise echt schwierig. Also, da habe ich jetzt manchmal schon nochmal gedacht, ach nee, ich muss ja noch eins zurück und genau. Aber echt, man bekommt es hin, also mit ein bisschen Nachdenken ist das kein Problem. So, ich mühe mich hier gerade mit dem Faden ab. Ich würde auch sagen, ein bisschen gestickt haben wir ja. Ist jetzt doch auch schon einige Zeit rum. Oh ja, ganz schön viel Zeit ist rum. Da mache ich auf jeden Fall zwischendurch mal Timelapse. Und ja, dann würde ich sagen, den Rest mache ich dann später nochmal. Und dann, ja. Dann schauen wir uns das Finish dann nochmal zusammen an.
Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Termin und später machen wir weiter. Na dann, bis später. Hallo und wieder willkommen zurück. Ja, meine Lieben, wie ihr gesehen habt, vielleicht hier an diesem geschlossenen Tablett oder Perlenbrett. Ich habe mich dazu entschieden, meine 7 Sachen ein bisschen zusammenzupacken mit euch zusammen. Ich habe gesehen, dass das Video nämlich schon wahnsinnig lang ging und ich möchte euch weder langweilen noch nerven noch zuspammen, weswegen ich beschlossen habe, dass ich den Rest von diesem Kopf, würde ja jetzt noch eine Weile dauern, ja, außerhalb der Aufnahmezeit fertig machen werde. Dann ist der Flamingo auch soweit vorbereitet, dass wir ihn mit dem Filz bekleben können. Vielleicht mache ich das auch außerhalb der Kamera. Mal sehen. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, das jetzt sozusagen abzubrechen, beziehungsweise hier erstmal einen Cut zu setzen, einfach weil das Licht auch so schlecht geworden ist. Ihr seht vielleicht auch, dass es jetzt noch mehr überlichtet ist. Draußen ist es mittlerweile sehr dunkel. Mein Termin ging etwas länger als gedacht und ja, das möchte ich euch jetzt auch nicht mehr zumuten. Ich meine, wir haben jetzt schon in dem Video eine Dreiviertelstunde miteinander gestickt und gequatscht und ich freue mich natürlich über all eure Antworten, über eure Kommentare und natürlich über eure Däumchen. Da könnt ihr gerne mir eins dalassen, damit ich weiß, ob es euch gefällt oder nicht. Also wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gerne immer ein Däumchen oder einen netten Kommentar da. Und ja, am liebsten natürlich auch ein Abo, wenn ihr euch auf meiner Seite wohlfühlt. Dann bleibt gerne und macht es euch hier gemütlich. Das ist das Ziel. Und ja, dann hat uns das Ganze eben jetzt dahin geführt, wo es jetzt ist, nämlich, dass ich jetzt hier einen kleinen Schlussstrich ziehe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder, vielleicht mit diesem Projekt oder dann erstmal etwas anderem. Und ich halte euch aber natürlich auf dem Laufenden, wie das fertige Projekt dann am Ende aussehen wird mit den gesamten Teilen. Und ja, dann ist das jetzt kein Finish-Video geworden, wie ich das eigentlich gedacht habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann ist es kein Finish-Video, sondern wir haben einfach ein schönes Stick mit mir. Und zwar mein erstes Stick mit mir zusammen verbracht. Und das ist doch auch wirklich eine tolle Erinnerung, die ich jetzt meine eigene nennen kann. Genau. Also wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wenn ihr das seht, wird wahrscheinlich Wochenende sein. Ich werde das wahrscheinlich erst am Wochenende posten, damit ich euch, wie gesagt, nicht so zuspamme. Es soll ja auch irgendwo eine Regelmäßigkeit werden. Ja, und dann hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr noch eine schöne Woche habt oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen werdet. Und ja, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!